1979 sind Sie ja über die SPD ins Europaparlament gekommen. Wie gestaltete sich die Zusammenarbeit dann auch mit Willy Brandt, aber auch natürlich nochmal vor dem Hintergrund des NATO-Doppelbeschlusses? Also, das Europaparlament habe ich als große Chance empfunden und ich bin auch dankbar. Willy Brandt hat ja gesagt, er führt nur die Liste an, wenn auch die Frauen auf dieser Liste, damals waren es, glaube ich, 25% vertreten sind. Heute haben wir die Quote von 40% mindestens. Aber das war für die damaligen Verhältnisse schon ein großer Fortschritt. Und es waren alle, die mit uns begonnen haben, eben keineswegs der Opa, den man nach Europa geschickt hat, sondern es waren alles junge Leute, die auch ja, das Europaparlament als Chance empfunden haben, neue Wege in Europa zu gehen, mehr Demokratie zu beginnen, in der Welt neue partnerschaftliche Beziehungen zu entwickeln und übrigens das, was man heute Globalisierung nennt, auch sozial und ökologisch zu gestalten. Das war für mich eine wirklich deshalb schon sehr lehrreiche Zeit, weil natürlich in der Fraktion, die damals zwischen 12, heute sind es glaube ich 16 Parteien umfasst, es auch Positionen gibt von Leuten, die sich sozialistisch nennen, die aber zum Beispiel für Atomkraft waren. Und sozusagen diesen Veränderungsprozess dann auch voranzubringen, das war immer schon eine wichtige Leistung und auch zu merken, dass man sehr unterschiedliche Positionen haben kann, die man auch nicht sozusagen einfach mit einem einfachen Akt auf einen Nenner bringt. Das hat mir vieles gelehrt, muss ich sagen. Auch wie man Bündnisse schließt mit Positionen, die vielleicht im Deutschen Bundestag etwas schwierig herzustellen wären. Ich nehme jetzt mal zwei Beispiele von Themen, die ich heute noch verfolge und ich hoffe, dass es dann auch irgendwann mal Ergebnisse gibt. Eine Frage war die Frage Waffenexporte. Ich habe in der Zeit, in der ich im Außenwirtschaftsausschuss war, mit den Sozialisten und den britischen Konservativen einen Vorschlag für eine restriktive Waffenexportpolitik der Europäischen Union gemacht. Und zwar als Auslöser den damaligen Falklandkrieg, bei dem die französischen Exocet-Raketen von Argentinien auf die britischen Soldaten auf den Falklands abgeschossen worden sind. Es war ersichtlich, dass es eigentlich etwas ungewöhnlich ist, wenn Europäer, wenn sozusagen sich Europäer mit den Waffen anderer in der Welt bekriegen. So, das Thema Waffenexporte und restriktive Waffenexportpolitik ist für mich immer auch heute noch ein Thema. Europa hat den Friedensnobelpreis nicht dafür bekommen, Waffen zu exportieren, sondern Zusammenarbeit und soziale und ökologische Kooperation zu exportieren. Das zweite Thema war die Frage eigenständiger Staat Palästina. Das habe ich damals schon immer zum Thema gemacht, das verfolge ich auch heute noch. Und Sie haben schon aus dem, was ich sage, gemerkt, man konnte anders als im Deutschen Bundestag, wo es Regierung und Opposition gibt, die sich gegenüberstehen, natürlich ganz andere Bündnisse schaffen. Ich habe, wie gesagt, sehr viel gelernt, sehr viele Kontakte auch geschlossen. Wir haben einen Zukunftsdiskussionskreis geleitet von Jacques Delors damals gehabt, bei dem bei abendlichen Debatten auf Französisch alle Zukunftsfragen besprochen worden sind. Das hat mich gezwungen, dann endlich auch Französisch so zu sprechen, also ich habe es auch gekonnt, dass man in der Diskussion sich beteiligen konnte. Also das war wirklich eine sehr lehrreiche Zeit und natürlich habe ich in der Phase auch mit Willy Brandt eng zusammengearbeitet, der ja Mitglied, hochanerkanntes Mitglied der sozialistischen Fraktion war. Und der NATO-Doppelbeschluss hat uns in der, waren alle gegen diesen NATO-Doppelbeschluss, auch in der die Sozialdemokraten im Europäischen Parlament. Aber es war praktisch ein zentrales Thema, natürlich unter vielen anderen.